das Werk von Fujitsu in Augsburg. Hier entstehen täglich viele verschiedene Computerkomponenten in großer Stückzahl. Damit das reibungslos läuft, ist eine ausgeklügelte Logistik notwendig. Die Herausforderung besteht darin, dass natürlich die Mitarbeiter in der Logistik zunehmend Aufgaben bekommen, die komplexer werden. Sogenannte Picker picken, also sammeln, die Baugruppen aus den Regalen, um sie an die Montage zu übergeben. Das muss schnell und fehlerfrei gehen. Die Logistikprofis von Fujitsu haben dafür eine Lösung. Das ist ein Zusatzdisplay, welches dem Mitarbeiter über eine Helmmontage zur Verfügung gestellt wird, und dadurch bekommt er diese Informationen, die er braucht. Im Display der Brille sieht der Picker, welche Komponente er als nächstes aus dem Regal suchen muss und wo sie sich befindet. Ja, diese Lösung ist sehr, sehr gut geeignet für Bereiche, wo der Mitarbeiter beide Hände zur Verfügung haben muss. Und das ist zum Beispiel die Produktion. Der Clou an der Brille: Das Bild im Display ist auf eine Distanz von 80 cm eingestellt. Genau die Entfernung zwischen Auge und ausgestreckter Hand. Dadurch muss sich das Auge nicht neu fokussieren, wenn der Blick vom Display zur PC-Komponente wechselt. Das beschleunigt die Abläufe und ist für die Mitarbeiter noch angenehmer. Doch wie gelangen die Daten ins Display der Brille? Da gibt es eine Funktechnologie, das heißt, es gibt eine Infrastruktur in der Hinterhand, die unsichtbare Quelle der Informationen. Ja, und diese Technologie ist per Funk angebunden, das heißt, der Mitarbeiter hat keine Kabelverbindung, sondern er bekommt natürlich aus einer Cloud die Informationen, die er benötigt. Ein Projekt solchen Umfangs kann auch ein Großkonzern wie Fujitsu kaum alleine stemmen. Das IT-Unternehmen hat daher mit T-Systems den passenden Partner gewählt. Ja, die Zusammenarbeit ist eine sogenannte Co-Creation. Und zum Beispiel das Thema Microservices ist ein Feld, welches sehr, sehr groß ist. Diese Bandbreite zu beherrschen, das schafft heutzutage keine Firma mehr alleine. Da gehen wir sehr, sehr gerne Partnerschaften ein, und ich habe das Gleiche von der T-Systems gehört. Fujitsu und T-Systems sehen für die Lösung viele Anwendungen. Und das kann natürlich auch außerhalb dieses Bereiches noch weiterverwendet werden. Die Möglichkeiten sind sehr, sehr groß, und da es eine industrielle Anwendung ist, hält es auch einiges aus. Harte physische Anforderungen, hohe Komplexität, ständig wechselnde Komponenten. In Zeiten der Digitalisierung finden sich hierzu die passenden Instrumente. Durch die Digitalisierung können Sie Informationen bereitstellen, die Sie vorher nicht zur Hand hatten. Nicht nur Filme, sondern auch Symbole können Sie bereitstellen. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn Sie Mitarbeiter haben, die zum Beispiel der deutschen Sprache nicht mächtig sind. Ja, dann wechseln Sie einfach die Symbolsprache und Sie können sich verständigen. Die Brille selbst, also die Hardware, stammt von Fujitsu und ist auf dem Markt verfügbar. Kombiniert mit der Expertise von T-Systems kann die Lösung unkompliziert auch in anderen Unternehmen Abläufe beschleunigen, die Arbeitssicherheit verbessern und zu einer höheren Mitarbeiterzufriedenheit beitragen.